Komme aus einer Zeit, da hat einer, wenn da einer eine andere Meinung hatte oder irgendwie so muffelte darum, dann wurde der nicht verstoßen oder rausgeschmissen, sondern hieß es, komm mal her, bring mal noch ein Bier. Dann sollte der sich da hinsetzen und ein Bier trinken und mal seinen Schnack da erzählen, weil man hatte instinktiv das Gefühl, ich werde hier hinterher schlauer sein, als ich vorher war, auf gar keinen Fall dümmer. Lass den doch mal reden, das ist doch interessant. Und das ist fast komplett verschwunden, weil wir uns nur noch so verkürzt, auch in so einer Kampfsprache befinden, die in Corona ganz schlimm geworden ist. Ein bisschen zu wirklich krassen Kraftausdrücken, um Menschen zu beschimpfen und auch zu diffamieren. Das ist eine völlige Sackgasse, in der wir da landen. Und da geht es auch nicht raus. Und das hat auch mit Demokratie nichts mehr zu tun. Mit einer reifen Demokratie gar nichts zu tun. Wie schafft man es, diese Ehrlichkeit wieder hinzubekommen, zu sagen, es ist doch aber nur ehrlich, darüber nachzudenken, ob es nicht endlich mal einen großen Arbeitskreis Diplomatie gibt, der sich nur ausschließlich mit Russland und der Ukraine beschäftigt? Aber davon sieht man und hört man nichts.